wir starten heute in das Weihnachtsevent rein. Yay! Das heißt, mein Bruder, der fliegende Holländer hier, zeigt schon hier gerade seine wundervolle neue Waffe, den neuen Stechmückenschnabel. Aber um den soll es heute gar nicht gehen. Nein, heute gibt es kleine, wundervolle Weihnachtswunder. Und zwar, wie ihr hier unten sehen könnt an meiner Leiste, es gibt jetzt mehrere Leisten, die man auswählen kann. Das heißt, tatsächlich ist es jetzt möglich, zum Beispiel auf der zweiten Leiste nur Essenssachen zu machen oder auf der ersten Leiste nur Essen oder sowas. Also nur Waffen. Das ist voll cool. Das ist wirklich ein extrem geiles Update. Das haben sie wirklich gebraucht, denn 8 Plätze insgesamt. Meine komplette Leiste ist mit Werkzeugen zu und dann, ich habe schon wirklich geguckt, wo platziere ich jetzt meinen Dolch. Wirklich richtig geil, aber sie haben noch mehr gemacht. Es gibt noch viele geilere Updates. Total, ey. Dass die Pilze übrigens durch die Basis wachsen können, geht immer noch. Ja, tatsächlich. Unter anderem eines der geilsten Updates, finde ich, ist, dass unser Inventar erweitert wurde. Total. Und zwar standardmäßig. Seht euch das hier an, das ist so cool. Wir haben weitere Standardplätze. Wie cool ist das denn? Außerdem sehe ich gerade, wir hatten immer das Problem, wenn wir Wassertränke hatten und dann daraus getrunken haben, dass es war ein Chaos, wenn man mehrere Flaschen gleichzeitig hatte. Und ich glaube, das könnten sie jetzt auch gefixt haben. Zumindest sehe ich unten in der Leiste jetzt eine kleine 4. Was richtig ist. Wir werden sehen, wie sich das Ganze anfühlt. Auf jeden Fall verspricht es jetzt schon extrem viel geil zu sein. Yes. Werde ich hier runtergefeuert? Okay, ich kann mich noch retten, das ist gut. Wenn ich jetzt so mache, ne? Ich knall irgendwo auf. Ja, das müssen wir echt fixen. Ich sterbe ja fast da dran, ey. Ja, das stimmt. Aber es gibt natürlich noch mehr Neuerungen, die sie jetzt in der Weihnachtszeit reingebracht haben. Unter anderem gibt es neue Rezepte. Oh ja. Und zwar Rezepte, die man sich im Dezember, komplett durch den Dezember, kaufen kann. Und zwar bei Berkeley. Und zwar hier, beim guten ASL-Terminal von Berkeley, können wir zum Science-Shop nämlich jetzt hier nur diesen Monat 2 Sachen kaufen. Wir haben nicht genug. Nicht für beide. Noch nicht für beide. Was? Schilder-Set? Wir haben ja schon ein paar Schilder-Sets gesehen. Was sind denn Schilder-Sets überhaupt? Ich glaube, das sind Wanddekorationen. Kann das sein? Ich weiß nicht. Aber warum siehst du so aus wie so ein totaler... Weiß nicht. Also ich finde, das ist ein originalen Foto von ihm. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied. So, auf jeden Fall, das Wichtige hier sind die Leckereien im Dezember, der Festtagsbaum und der Festtagskranz. Was? Super cool. Ja, die beiden hier. Der Festtagsbaum ist eine Leckerei? Nein. Also, ja, Leckereien im Dezember, da steht's. Aber nein, der Festtagsbaum, der ist ziemlich cool, den kann man aufstellen und dann erscheinen jeden Morgen hier kleine Geschenke drunter, solange es Dezember ist. Das heißt, im Endeffekt, wenn ihr den aufstellen wollt, könnt ihr das immer tun, aber nur im Dezember spawnen darunter Geschenke. Was? Ihr könnt das hier auch übrigens nur im Dezember kaufen. Also schlagt am besten jetzt zu, weil später im Monat gibt's das nicht mehr. Im Januar. Würde ich sagen, sollen wir uns das direkt holen? Für ja, 500? Die holen wir uns auf jeden Fall. Da brauchen wir nicht. Nee. Das ist wie komisch. Wir wissen eh nicht, was das ist. Unser Weihnachtsbaum! Yay! Yay, yeah, er ist doch ein bisschen blau, er ist doch ein bisschen... Das sieht doch gar nicht aus wie ein Weihnachtsbaum, Alter. Ich weiß nicht, was das ist. Da fehlen mir die Lichter, weiß es nicht. Ja. Sache ist die, wir haben ihn jetzt fertig gebaut mit Eicheln und hast du nicht gesehen, alles drum und dran. Was uns noch fehlt, ist ein Kaugummistückchen. Und wenn wir hier mal draufgehen auf Kaugummistückchen, fällt uns auf, dass... wir das Ding noch gar nicht gehabt haben. Nee. Wir haben es noch nie gesehen. Die Erklärung ist, ein versteinerter Bausch, stärker als die meisten Metalle. Klar, kennt jeder. Klar. Kann in spektakulären Kreationen und zur Verbesserung von Smoothies hergestellt werden. Das haben wir halt noch nicht. Nein. Heißt im Endeffekt, vielleicht fällt dieses Jahr Weihnachten flach bei uns. Oder wir schaffen es noch rechtzeitig zum Heiligabend. Irgendwoher ein Kaugummistück zu ergattern. Oh, bis zum 24. Tag der Aufnahme. Uff, das wäre interessant. Das wäre krass.
Wir haben aber auch gesehen, es gibt noch sehr, sehr viele weitere Gegenstände, die sie jetzt neu hinzugemacht haben. Und einige davon brauchen auch diesen Kaugummi. Es kann sein, dass das eine neue Ressource ist, aber ich weiß es nicht sicher. Richtig. Weil wir sind ja auch schon vorher noch nicht ganz durch gewesen durch das Game. Richtig, ganz genau. Was zum Beispiel braucht das noch? Hier gibt es diese Vasen? Nicht die Vasen, die sind auch neu und die sind auch extrem hübsch. Aber ich glaube, es gibt jetzt auch so Beistelltische. Genau, richtig, genau. In denen man auch was reinlagern kann. Oder die Sanduhr, die ist auch extrem hübsch. Oh, voll geil. Hübsch. Standuhr, meinte ich. Das sind alles so extrem hübsche neue Sachen. Total, ey. Haben sie sich richtig, richtig wirklich reingelegt. Ja. Und hier der Keuschuppenstuhl, der ist auch neu. Der sieht auch geil aus. Der ist einfach, oh, die sehen alle so gut aus einfach. Die sehen so gut aus, alle. Sollen wir mal einen Bärenstuhl craften? Den können wir endlich mal craften. Eigentlich können wir uns den mal easy machen. Oder willst du den Keuschuppenstuhl haben? Ah, der Keuschuppenstuhl ist auch extrem schön, aber die Ressourcen brauchen wir, glaube ich, eher für Rüstung. Obwohl, wir können uns den craften. Der sieht eigentlich sehr, sehr einladend aus mit seinen Stuhl. Der ist ja riesig. Ja. Der sieht aus wie eine Spinne. Ah, Hilfe! Okay, Bruder? Ja. Wir gehen hoch. Ganz oben! Natürlich! Auf den Ausguck! Natürlich, auf den Pilz! Komm! Und so. Eine Spinne ist hier oben in unserer Basis. Hey, Spinne. Das ist eine Ameise. Ameise, true. Das ist eine Ameise. Oh mein Gott! Das hängt ja alle gut an. Ich dachte, ich wäre ins Wasser gefallen. Oh, guck mal, eine Spinne. Willst du einen Stuhl haben? Willst du einen Stuhl haben? Laus. Sie ist kurz hochgesprungen. Ich glaube, sie wollte. Wir können den Stuhl auch einfach so hier hin machen, so auf die Veranda, oh, weißt du? Oh, das wäre cool. Alter. Warte, ich komme. Einfach so auf die scheiß Veranda. Oh, das wäre so geil. Na, neuer Stuhl. Willst du mal austesten? Sie ist interessiert. Sie will wirklich austesten. Weißt du was? Oh, warte, kann ich da jetzt auch noch rein? Nee, schade. Dachte, du kannst drauf. Spring mal drauf und crouch. Hey, Willow. Hey, Max. Weißt du? Du heißt gar nicht Max. Du bist doch, wie heißt du? Pete. Oh mein Gott, du heißt Pete. Es tut mir leid. Ich hab dich verwechselt. Oh mein Gott, das sind zwei Läuse, die es auch haben wollen. So, so, hier aufstehen. Der freut sich einfach. Das sind doch mehr Läuse. Wie viele Läuse sind denn hier? Warum paaren sich jetzt alle seit dieser Szene? Ja. So, also. Alle Piss auf Pete. Leg du dich mal rein. Mit E. Ja, warte. So. Ah, oh, gechillt. Alter. Das sieht voll entspannt aus. Ja, nein. Nein, Willow. Nein, kein Interesse. Nein, wirklich nicht. Alter. Keine Sorge. Was? Ich schütze mich. Okay. Okay, also. Steh auf, du faule Sau. Komm. Oh, Entschuldigung. Ja, komm, pieks. ist so cool. Mit unserer Ausrüstung ist es so, dass wir uns kaum noch Schaden zufügen, wenn ich so mache. Pieks. Füllt das. Stech mich mal mit dem Ding. Füllt das deine KP auf? Ja, das füllt meine KP auf. Echt? Wirklich? Aber halt. Nee, tut's gar nicht, oder? Nur so ein bisschen. Nee, also meine KP füllt's nicht auf. Ach so, ich habe auf deine KP geguckt. Die ging sogar runter, was ist denn das? Bruder, manchmal machst du mich fertig, ey. Also, damit ihr einigermaßen Struktur reinkommt, wir werden heute den Heckenship begutachten. Ist das ein Weihnachtsgeschenk? Kann sein, dass da gerade ein Steve gestorben ist, um uns eine Freude zu machen. Oh, wow, also Hallo sagen hätte auch gereicht. Okay, also genau. Warte. Wir wollen heute den Hackenship holen oder uns zumindest in die Nähe von diesem Hackenship begeben. Und den wollen wir haben. Genau hier. Hier sind wir und da ist der Chip. Und das heißt, wir müssen zuerst so hier runter zum Blaubeerbaum, wo wir ein bisschen Bärenleder holen werden. Und dann geht's da ab durch die Hecke und zack. Das heißt, jetzt gehen wir zu dem Punkt hier. Ich markiere ihn. Ich markiere ihn. Sie haben auch teilweise die Hotkeys geändert, was ich auch sehr, sehr gut finde.
Aber da müssen wir uns hier gerade ein bisschen zurechtfinden. Ich habe ihn, glaube ich, richtig gedrückt. Da hinten, Dodo Haare, da ist es. Perfetto! Siehste? Ich sehe es, ich sehe es. Sehr schön. Noch was fressen vorher? Wir sind, ich wollte gerade sagen, wir sind vollgestopft und, warte, stimmt das überhaupt? Fake News? Nein, doch, ich bin voll. Ich bin auch voll. Okay, perfekt. Komm, Pruvush, komm rein, komm raus. Ich komme! Komm raus, Baduvush. Ich komme! Aua! Ich komme! Bin ich rausgeschmissen, Alter. Apropos, der neue Stechmückenschnabel, wo wir ihn gerade eben mal eingesetzt haben, der hier, der Rapier, den haben wir bekommen, weil wir letztes Mal so gut die ganzen Stechmücken gekillt haben. Ja. Deswegen haben wir die Stechmückennadel uns herstellen können. Die hat Lebensraub. Deswegen habe ich es eben ausprobiert. Nur, falls das ein bisschen unterging, wahrscheinlich ging es unter. Genauso wie diese Stechmücken in der Hecke gleich. Wow! Hier ist eine Radnetzspinne. Ich war auf dem Weg, aber da ist eine Radnetzspinne. Bruder, da ist eine Radnetzspinne. Das kleine Ding. Ist eine Radnetzspinne, ja. Das kleine Ding, Pruvush. Du hast recht, das kleine Ding ist eine Radnetzspinne. Komm her. Komm her, du. Wir wollen eigentlich wirklich nur in die Hecke und jetzt pieken wir schon wieder an dem erstbesten Gegner rum, den wir sehen. Weg mit dir. Der Lebensraum ist echt cool. Ey, das ist echt gut. Das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Oh, aua. Ich dachte gerade. Ich wollte gucken, ist mein Gift noch aktiv? Meine KP, zack. Aber das war nur mein Leben. Stech. Seemilben. Und zack. Stech. Milbenpelz. Also mit dieser Waffe fühlt man sich tatsächlich sehr, sehr viel sicherer als vorher. Also ich glaube, wir könnten jetzt sogar eine Wolfsspinne einfach so töten. Jetzt, Digga, übertreibst du mal komplett. Das ist ja maßlos, wie du gerade übertreibst. Digga, mach da halben. Ja, du hast vielleicht ein bisschen recht. Denk aber dran, dass du hier das Mausrad scrollen kannst, damit du neue Leisten freischalten kannst. Absolut richtig. Absolut ungenutztes Feature bei mir aktuell noch, aber das wird sich natürlich im Laufe des... Oh, da ist was! Ändern. Hier gibt es, wir gehen hier gerade durch das Gebiet der Stinkkäfer, wenn mich nicht alles täuscht. Der Stinkwanzen? Der Stinkwanzen. Hast du das Ding dabei? Hier, so. Ich habe die Gasmaske aufgesetzt. Ja, die habe ich. Die hast du komplett vergessen, hä? Zu Hause. Macht ja nichts, ich bin der Tank. Oh, da vorne ist die Insel der Steves. Leute, wir sind schon fast bei der Hecke. Oh, pass auf, Bruder, Herzbär, ein Wasserflohgeist. Oh nein. Oh nein, pass auf, Bruder. Wir kennen sie ja noch aus der Unterwasserfolge. Das waren eine der leichtesten Gegner. Das ist halt einfach wahr. Aber ultra schwer zu finden, muss man sagen. Manchmal, wenn man ihr Fleisch brauchte, zeigten sie sich einfach nicht, als würden sie wissen, was für Rezepte man gerade craften will. Lass mich kurz überlegen, wo habe ich denn meinen Speer? What the shit, wo ist der hin? Ah, den hast du in der letzten Folge einfach. Nee, den habe ich in der Hand. Den habe ich in der Hand. Moment, was? Alles gut, wo bist du? Wo bist du, Pubus? Auf der Insel der Steves. Was? Auf der Insel der Steves. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Da hinten bist du. Ja, ich tauche hier, weil mich gerade eine Stechmücke verfolgt. Ach so, eine Stechmücke. Nur eine Stechmücke? Ich bin fast tot. Ich helfe dir, Bruder. Yum. Wo ist die? Irgendwo hier auf der Insel. Ich halte meine beiden Öhrchen offen. Moment, ich wechsle gerade meine Ausrüstung. Wieder zum Keuschuppenhelm. Sehr, sehr gut. Bisschen tankier. Richtig. Ich höre sie. Ja, ich höre sie auch. Da ist sie! Wow! Was? Attacke von hinten! Keine Sorge. Alles gut. Alles gut. Sehr, sehr gut. Du machst das echt gut. Sehr, sehr gut gemacht. Werf! Komm schon. Oh, das Geräusch! Dieses Geräusch! Komm schon. Oh. Wir verprügeln sie ja gerade mit einem ihrer Kollegen. Stimmt. Also, weiß nicht. So. Was, du bist tot? Warum bist du tot? Oh nein! Sie hat mich attackiert. Sie hat mich erwischt. Here, hang in there. You're gonna be okay.
Nein! Alles gut, alles gut, alles gut. Und deine KP? Was hast du denn für einen Balk? Richtig gut, sehr, sehr gut. Ich weiß auch nicht. Ich bin tanky! Was war das? Das war ein perfekter Block! Die ist richtig zurückgesteuert worden! Wie cool ist das denn? Au! Das war kein perfekter Block, das war gar kein Block. Hua! Sehr gut, sie hat aber nicht mehr viel. Sie hat nicht mehr so viel. Guter Treffer, guter Treffer. Alter, das sieht ja sehr gut. Das sieht ja total viel ab, unser neuer Bogen. Das sieht total viel ab. Echt? Richtig krass, ja, Mann. Nice. Hier ist unser Taufänger. Ja, deswegen wollte ich auch hier kurz nochmal hin zur Insel des Thieves, denn wir hatten ja hier unser temporäres Lager. Inklusive Tausammler und Schlafplatz. Aber unser Tausammler, der sammelt gar nichts. Nein, braucht er auch nicht. Denn wenn der nichts sammelt, dann haben wir ein Problem. Was? Das ist, wäre doof, wenn der nichts sammelt. Was? Nein. Alles gut, Bruder. Ich habe noch eine Trinkflasche, die ist komplett voll. Ja, ich habe auch noch ein paar volle. Also alles gut. Kannst du hier deinen Respawn-Punkt neu setzen? Ja, mache ich. Moment, einen Augenblick. Zack, zack, zack. Jetzt, wo wir mehr Platz haben im Inventar, kann ich das hier sogar noch aufnehmen. Respawn-Punkt neu setzen? Ja. Und dann geht's nämlich ab zur Hecke. Alter, jetzt geht's los. Jetzt geht es los. Oder sollen wir warten bis zum Morgengrauen? Oh, wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir können nicht schlafen bis 18 Uhr. Wir haben jetzt 14. Ja, nee, dann auf geht's. Dann auf geht's noch. Sicher? Ja, sonst wäre eine neue Folge. Das wollen die Leute nicht. Du bist doch keine neue Folge starten, nur weil das aufhört, Digga. So, wo bist du denn? Da unten bist du. Ich gehe weiter zu deiner Markierung. Denn ich bin auf dem Weg. Wo bist du hin? Ah, da bist du. Ich weiß nicht, wo ich bin, Baduwusch. Du bist das Sumpfmonster. In den unendlichen Weiten. Ja, ich bin ein Sumpfmonster. Ruwusch. Eine Bedrohung wurde entdeckt. Was? Wieso denn eine Bedrohung? Was? Unter Wasser? Eine Unterwasserspinne? Ich habe keine Ahnung. Die Bedrohung. Also ich bin gerade bedroht. Ach so. Ach so. Das ist Wasserflor. Ich dachte jetzt schon. Ich dachte auch, ey. Ich dachte auch. Ja gut, wenn ich jetzt schon ein Wasserflor bedroht. Dann ist vorbei. Dann ist einfach vorbei. Ich habe keinen Heiltrank mehr. Hast du noch einen Heiltrank? Nee, same. Wir sind tatsächlich ohne losgelaufen. Warum sind wir ohne Heiltrank? Ich weiß es nicht. Och, Digga, jetzt mal ernsthaft. Sollen wir irgendwie... Wir können jetzt hier Faser verbinden, können wir auch nicht. Hast du Saft dabei? Digga, willst du mich veräppeln? Ich habe leider keinen Saft dabei. Wieso haben wir gar nichts dabei? Aber Saft findet man zu Genüge irgendwo rumliegen. Zum Beispiel, Also ich finde jetzt auch gerade gar nichts. Ich hab gerade Saft gefunden. Ach so, echt? Ja. Zwei? Moment. Ja. Nice, du kannst einen Verband craften. Ich gebe dir Saft. Dann gebe ich dir gleich Verbände zurück. Gibst du mir... Alter, das war so ein ganz furchtbares Lied damals gewesen. Ja, das stimmt. Kannst du sogar noch dran erinnern, wa? Ja, an so Lieder erinnert man sich leider ständig. Leider. Hier ist der Saft, Bruder Herzbär. Sehr gut. Findest du noch irgendwo einen? Das wäre extrem noch geil. Noch einen Saft? Einen wäre noch extrem geil. Klar. Die sind ja auf diesen Stämmen. Lass mal sehen. Wo finden wir denn Saft? Verdammt, wir haben so viel Saft einfach in unserer eigenen Base. Was, du hast Saft gefunden? Ja, ich habe hier Saft gefunden. Cool. Zumindest noch zwei Saft, aber ich sehe hier auch, es gibt hier hinten, ich bin ein bisschen weiter Richtung Hecke, du siehst es. Ja. Da gibt es sehr, sehr viele große Pilze. Aha. Sehr uninteressant. Aha. Und es gibt eine Radnetzspinne. Sehr interessant. Sehr gefährlich. Wie bist du so weit nach da hinten gegangen? Achso, ich bin einfach die Wurzeln entlang gegangen, weil du gesagt hast, da gibt's Saft. Ach so, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ich sehe die Radnetzspinne. Mm-hmm. Ich sehe sie. Radnetzspinne. Oh, cool, jetzt stehen auch links auch die ganzen Sachen. Cool. Oh, Schwäche, scharf. Cool. Resistenz, stechen und frisch. Das Dumme ist, ich steche sehr gerne. Mit meinem kleinen Rapier. Aber bist du denn auch dabei frisch? Gute Frage. Was ist das hier, da unten? Das ist einfach nur ein Blatt Papier. Aber so viele auch große Pilze da? Das ist super interessant. Hier? Ja. Also hier, ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. So, warum sollten wir die belästigen?
Sollten wir nicht, wir sollten weggehen. Ach so, ich dachte, du willst sie killen. Nee, du. Ich dachte, du willst sie killen, Alter. Nee. Oh, was ist das hier denn? Stechmückenalarm. Eieiei, ich seh's. Stechmückenalarm, wo bist du? Ich seh's. Da gehen wir mal nicht hin. Schade, das sah sehr interessant aus, aber da gehen wir besser mal nicht hin. Komm schon, du Stechmücke, komm schon. Tatsächlich fast so wie in Realität, diese Stechmücken hier. Also genau so fühle ich mich auch immer, wenn ich... Digga, wechsel doch die Waffen, bitte! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, ich schaff das doch nicht alleine! Dann versuch mich schon wieder zu beleben, irgendwie. Hast du sehr gut gemacht. Wenn man gerade jetzt noch kurz die Waffen wechseln könnte. Nein! Danke. Wow. Komm schon, schaffst du! Ja! Sehr gut! So, jetzt, wo bist du? Ich bin direkt da neben dir. Sehr gut. Okay. Alles klar, ey. Hast du schneller Wiederbeleben drin? Ja, tatsächlich. Alter, Stechmücken sind von dir genervt. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Bitte was? Stechmücken sind von uns genervt. Das ist vollkommen okay, ey. Warum ist das eine Satellitenschüssel im Busch? Oh ja, das ist eins der Lager, wo wir hin könnten. Aber wo wir wahrscheinlich nicht hingehen werden. Nee, wir wollen nur den Chip haben. Genau. Alles andere kommt von selbst. Glaube ich halt auch. Okay, das heißt, wir haben ein paar Verbände gesammelt, wir haben ein paar Wunden gesammelt. Wir gehen jetzt pennen und in der nächsten Folge gehen wir direkt zum Heckenlabor. Hack and Slay! Wuhu!